Und damit einen schönen guten Morgen hier wieder aus den USA. Und heute geht's zum Yosemite National Park. Die Haare liegen wieder spitze, du. Und ja, kennt ihr das, wenn man sich vornimmt, irgendwie früh aufzustehen und dann früh wegzukommen und plötzlich ist es dann doch irgendwie schon wieder 10 Uhr oder so. Ich habe keine Ahnung, wie spät es gerade ist, aber es ist auf jeden Fall zu spät. Und ja, dann begeben wir uns auf den Weg zum Yosemite National Park. Immer noch hier in Mariposa, in unserem kleinen Hotel. Und ja gut, kleines Hotel. Mein Vater meinte, es wird noch kleiner, die ganzen Ortschaften und so, aber naja, sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall geht's dann jetzt ab zum Yosemite National Park. Park. Und ja, wir sind so, glaube ich, um 9 Uhr losgefahren und mittlerweile haben wir es 11.34 Uhr. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Auf jeden Fall hat es lang genug gedauert. Vor allen Dingen auch die Parkplatzsuche hier, weil das hier alles komplett überfüllt ist. Aber jetzt sind wir da, haben Parkplatz gefunden, den wir hoffentlich am Ende wiederfinden, weil der auch nicht wirklich ausgeschildert war. Es ist einfach irgendwo am Straßenrand. Und ja, ich schau mal, was ich hier so Schönes finden kann. Auf jeden Fall haben wir schon die großen Wasserfälle und Steinwände aus dem Auto gesehen. Ich weiß nicht, wie viel ich euch da aufgenommen habe, aber ansonsten habt ihr das wahrscheinlich auch schon gesehen. Aber ich schau mal. So, ich melde mich jetzt zurück. Wir haben einen Berg erklommen, nur um einen Wasserfall von oben anzugucken. Und es hat mich nicht wirklich geflasht. Ihr habt ja eben die Bilder gesehen. Es war nicht mal wirklich ein Wasserfall. Es war einfach nur Wasser, das schnell nach unten fließt. Also es war irgendwie nicht sehr lohnenswert, sagt man das so, dafür, dass wir hier alles hochlaufen mussten. Ich kann euch echt gerne mal zeigen, wie der Weg hier aussieht. Aber ich habe keine Ahnung, auf welcher Höhe wir sind. Es geht die ganze Zeit rauf und runter. Und wer auch immer bei 28 Grad auf diese blöde Idee kommt, einen Berg zu erklimmen. Ich hasse ihn. Diesen ganzen Weg hier, den durften wir schon rauflaufen. Und das ist nicht alles. Das ist vielleicht ein Zehntel von dem gesamten Weg. Ich bin ja schon froh, wenn ich unten ankomme und noch eine Lunge im Körper habe. Also, weiter geht's nach unten. Man läuft den Berg runter. Also ist ihn gerade raufgelaufen. Läuft ihn wieder runter. Und es geht schon wieder bergauf. Aber bergab ist auch nicht angenehmer. Meine alten Knie. Mal sehen. Ich denke, wir haben jetzt vielleicht so ein Viertel oder so ein Drittel, zwei Drittel, keine Ahnung. Fast die Hälfte haben wir geschafft auf jeden Fall, glaube ich, vom Weg nach unten. Bergab sieht aber ehrlich gesagt auch nicht besser aus. Es ist ein schrecklicher Weg. Zumindest bei den Temperaturen. Aber die Aussicht, über die kann man sich ja dann doch nicht beklagen. So, das Tempo wird dann jetzt auch mal angezogen hier. Aber ja, vor einem sind auch immer wieder Leute, die bremsen. Das ist unglaublich. Macht einem das Laufen mal extra angenehm. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, wir haben es mittlerweile tatsächlich nach unten geschafft. Jetzt nur noch in den Shuttlebus, Auto, nach Hause, duschen. Das ist mein jetziger Plan. Aber ich hoffe auch mal, dass der Bus... Sagt der alte Mann, der ja den halb den Berg runterrollt. So, auf jeden Fall erstmal gucken, ob jetzt auch ein Bus fährt oder ob wir noch 8 Jahre an der Haltestelle sitzen dürfen. Ich hoffe, er kommt gleich. Und er fährt uns zum Auto. Oh, da war er. Geil.
So, ich habe mal wieder das Outro verpeilt, so wie immer, aber es ist noch nicht mehr wirklich Spannendes passiert. Wir haben ungefähr 40 Minuten auf den Bus gewartet, sind 40 Minuten mit dem Bus gefahren, haben uns eine halbe Stunde lang verlaufen, waren dann beim Auto, sind gut über eine Stunde nach Hause gefahren. Und dann sind wir eigentlich fast direkt schlafen gegangen, weil es dann schon relativ spät war. Also ihr habt nicht wirklich was Spannendes verpasst, aber trotzdem habe ich es mal wieder verpeilt, das Outro zu machen. Deswegen jetzt hier im Nachhinein, ihr seht schon, Auto wird gepackt, wir fahren dann auch gleich weiter. Aber das seht ihr dann morgen im nächsten Video. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne den Kanal. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video online kommt. Und dann würde ich sagen, macht gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein!